Kannst du hier noch irgendwas machen? Ach so, das ist dies mit dem Helfen. Okay. Und wir sind wieder zurück. Das ging schnell. Ah, da. Was benötigt ihr? Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Das ist völlig inakzeptabel. Damit gestohlene Relikte. Kriege ich den gestohlenen Relikt daher. Nee. Ich glaube von hier irgendwo. Da sind auf jeden Fall ein gestohlenes Relikt ist er zumindest. Wir schaffen Level 30. Also wenn wir die oder die Stufe 40 jetzt schaffen würden, wäre ich ja glücklich, ne? Das wäre schon toll. Zwei von vier. Okay, den Rest gibt's da irgendwo vorne. Schon da? Da ist was. Wie lange geht meine Bezwingertat hier noch? 18 Minuten. Und wir haben jetzt 72 von 180 geschossen. Ich glaube, das wird eng. Ja, aber immerhin etwas. Vier von vier. Lass mich. Ja, du hast mich ganz toll angeschlichen. Bin stolz auf dich.
Jedes Mal denke ich, ich kann mit Y absteigen wie in FF14. Aber es geht hier nicht. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? So bin auch mal raus. Viel Spaß noch und für später eine gute Nacht. Gute Nacht, Kaya. Schlaf schön. Wir lesen es. Ja, bestimmt tun wir das. Bestimmt. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Okay, jetzt müsste ich ja eigentlich wieder in die andere Richtung. Ja, mal gucken. Wir reiten erstmal. Wir gucken einfach. Aber wir sind gleich 39. Pass auf, und wenn wir dann irgendwann Level 140 erreicht haben, dann heul ich, weil, ne, das erste Erlebnis ist Fuji. Wobei, es wird auch sehr, sehr zufriedenstellend sein, wenn man dann irgendwann Max-Level erreicht hat, glaube ich. Das wird toll. Und das 40 fühlt sich dann nochmal ein bisschen anders an, als wenn man 80 oder 90 erreicht. Oh, mein Viech ist gleich tot. Oh, ich brauche ihn nicht, oder? Nur für die Bezwingertat. Ach, die Runde 9. Der letzte. So. Und wieder auf mein Reittier. So. Warte mal. Ist die Stunde rum? Ja, die Stunde ist rum. Die Stunde ist wahrscheinlich schon lange rum, aber trotzdem. Einmal die Öhrchen wieder ab. Okay, warte mal. Irgendwo muss ich ja rüberkommen. Irgendwie.
trockene Lippen. Einhändig reiten, nicht schön. Bin ich richtig? Ich glaube ja. Frage ist, für wie lange? Okay, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich gehe jetzt einfach mal in die andere Richtung hier. Schau, ob ich dort die Typis finde, die ich brauche. Solange wie wir die Bezwingertat noch haben. Wäre ziemlich eine gute Idee, glaube ich, schätze ich. Au, mein Ohr. Danke, Albert. Autschi. Das tat weh. Ein bisschen. Gerne doch. Autsch. Ja, hier muss ich hin. Hier gibt's noch ein bisschen was zu erledigen. Man muss sich aufhalten. Noch bin ich wach. Das darfst du gerne dann nächsten Sonntag machen. Wenn ich lange wach bin. Da dürft ihr das dann gerne machen. Das war das Falsche. Ich will irgendwie 23, 14 Uhr da sein. Ja, du nicht. Aber es gibt hier noch andere. Eventuell. Ja, aber heute ist ja nicht der 17-Stunden-Stream. Der 17-Stunden-Stream ist ja erst nächste Woche. Und da kann halt der von Sonntag auf Montag nicht so lange wach bleiben. Leider. Weil wegen Arbeit und so. Nee. Heute, ja, mache ich es quasi von der Gesundheit abhängig. Wie fit ich quasi bin über den Abend. Das mache ich nicht.
Gott, das ist halt so bitter, ne? Ich habe genug Geld für ein Sippenhaus, aber wir können uns noch keins holen. Unsere Sippe ist noch nicht alt genug. Also hoch genug vom Rang. Das ist echt bitter. Verbündete. Martum-Gesellschaft habe ich bald voll. Wenn es so weitergeht. Wir haben doch schon einen Altersdurchschnitt von 90 weggeredet. Das ist doch halt genug. Es geht ja nicht um den Alter der Mitglieder, es geht darum, wie lang unsere Gilde schon besteht. Das ist der feine kleine Unterschied. Leider. Leider, leider. You. Bei einer männlichen Gilde, wenn sie steht. Alter, das, weißt du, das sind so richtig schwächte Dinger, ne? Das sind so richtig, richtig schlecht. Das ist übrigens mehr. Ja, stimmt, als Vertretung für Iron, ne? Als Vertretung für Iron. Das mit dem Herstattmusikant war mir gut. Hat das immer mega lacht. Yeah. Ich verstehe. Okay, wir sind hier durch. Wobei es mich halt schon reizte, weil sind nur noch so wenig. So, wer ist denn so eine Beschleunigung? Ich will nur mal nachgucken, ich kaufe nichts. LOL! Das ist mies. Das ist echt mies. Das ist mich mega mächtig mies. Das ist super duper mega heftig mies. Wobei. Nee, das passt noch. Okay, warte mal. Warte mal. Einmal. So. Dies. Habe ich eigentlich noch Kisten? Ja, bestimmt, ne? Guck ich einmal nochmal. Zwei G. Die. Perfekt. Anwenden. Ja. Ich habe einen Umhang. 9.
Das sieht schön aus. Nicht gerade sinnvoll, das hier in dem Gebiet zu machen, aber... Passt schon. Eine Kiste nehmen wir dann nochmal raus. Hier weg. Die Handschuhe. Hihi, die ersten Sachen fürs neue Set. Na toll. Gut, ich nehme, glaube ich, den lieber mit Ono Dingens. Den hier. Den anderen gebe ich, glaube ich, weg. Weil ich stehe halt überhaupt nicht auf diese ganzen Kapuzen-Dinger, ne? Ihr habt ja Stufe 39 erreicht und könnt nun legendäre Bücher bei eurem Klassenausbilder erwerben, um eure legendären Taten zu verbringen. Okay, was sind legendäre Taten? Sieht ja komisch aus mit Kapuze, ja. Deswegen werde ich das auch einmal wegdonnern. Das hier... Okay, sind schlechte Dinge im Steinchen. Warte. Bank öffnen, das beides wieder rein. Neue Nachricht. Eure Legende wächst, entnehmen. Nee. Wehblut, das da. So. Aufgaben, bring den Brief zu Bia nach Bree. Jupp. Muss ich aber irgendwie noch da hoch. Und inklusive... Einmal, weil ich will einmal die Sachen für die Mappengesellschaft haben. Wenn das irgendwie möglich ist. Nee, bleib stehen. Lauf nicht weg. Wichtig.
60 ist ja ein Pipifax. Grabräuber in der Feste, was weiß ich? Okay. Muss ich irgendwie da wieder hochkommen, ne? Oh, dafür sollte ich erstmal hier runter. Da haben wir einen Sprung gemacht. Wir sind jetzt so kurz davor, bei der Martum-Gesellschaft, glaube ich, die letzte Stufe zu erreichen. Nein, Leute. Hey, ich bin friedlich. Ich bin eine friedlebende Elbendame. Naja, soweit es geht, ne? Weitgehend friedlebend. Bin fertig. Whatever. Okay. Ein Räuberversteck. Wie gesagt, ich bleib jetzt eigentlich gerade nur wegen der Mathe-Sachen. Ja, stimmt. Das stimmt. Da gebe ich dir recht, Mappa. Wie gesagt, in Lotto halte ich halt nichts von den ganzen Hüten und Kapuzen. Das sieht halt einfach nicht aus. Zumindest bei meinem Char nicht, finde ich. Also es gibt bestimmt Chars, wo das echt mega cool aussieht. Aber irgendwie finde ich bei meiner Elbendame. Liegt aber vielleicht daran, dass mir die Frisur so gut gefällt. Die war auch so riesig, ja. Ich glaube, da hättest du noch zwei Leute mit reinnehmen können. Oh, komm, ich brauch so einen 700er Krug nochmal. Gehen, Kuschel. Oh, ich freue mich, wenn wir uns alle dreimal im Spiel treffen. Ich glaube, das wird cool. Ich bin hartnäckig, Jungs. Ich mache das jetzt so lange, bis ich hier meinen 700er den da kriege. Ich kriege hier die ganze Zeit diese Martum-Sachen, aber jetzt nicht mehr. Jetzt wollen sie nicht. Jetzt, wo ich die Beschleunigung geholt habe. Da. Nein, das reicht immer noch nicht. Ein noch. Juhu, Verwandte. Geil, wir haben's. Sehr, sehr geil. Das heißt, wir können uns von der Martum-Gesellschaft das Mount holen. Juhu! Yippie-yay! Das heißt, jetzt muss ich nur noch bei den Menschen vom Bree erstmal. Da bin ich nämlich auch Verbündete. Gut, und bei den Waldläufern von Steldin. In den Nordtönen, wenn ich da noch ein bisschen weitermachen würde. Und Hüter von Anuminas? Hier könnt ihr noch. Hier könnt ihr tatsächlich noch einiges erreichen. Aber wir können uns zumindest das nächste Mount holen. Das ist schon mal. Das ist schon mal gut. Ja, aber Menschen von Bree dauert es ein bisschen. Das werden wir wahrscheinlich durch Aufträge reinkriegen. Oder wenn wir das Hügelgrab vielleicht laufen. Vielleicht geht es dadurch dann auch nochmal. Weil ich glaube, das gibt dann auch nochmal Ruf. Also wir kriegen das schon. Oder ich kriege das noch irgendwie hin. Aber nicht heute. Oder wenn wir die Bezwingertat nachher machen würden. Wenn ich noch Bezwingertaten nicht ransetze.
Aber ich habe halt keinen Bock, allein die Bezügerzeiten zu machen. Und jetzt irgendwie nach da hinten kommen. Aber bisher ist die Wendem wirklich mein Lieblingsgebiet. Kann ich nicht anders sagen. Wunderschön hier. Wobei ich jetzt gerne mal wieder Tag hätte. So, gegen Tag hätte ich nichts. Da ist irgendwas hinter mir. Oder es haut wieder ab. Und ihr kleinen Grabkriecher. Ihr grabenden Kriecher. Ihr grabenden Kriecher von sonst woher. Ich glaube, ich weiß auch, wo er ist. Das ist der eine, wo wir vorhin dachten, da könnten wir noch irgendwas machen. Yep. Genau der Typ ist dort. Was kann ich für euch tun? Aufpassen, da kommen sie. Ah, je. Na, da kommen jetzt meine Freunde. Freunde. Ruf 8. So, das heißt jetzt noch Stufe 40 erreichen. Eventuell heute. Wär zumindest schön. Aber ganz kurz aufstehen. Das schaffst du. Ja, mal gucken. Je nachdem, wie viel Durchhaltevermögen ich habe. Huch. Hallo. Haltest du dich mal? Ja. Okay, das waren alle. Also jetzt dann wieder zurück. Okay. Da hinten haben wir auch noch so viel. Ich glaube. Wieso auf das jetzt? Das kann einmal weg. Das kann einmal weg, das ist das Einzige. Dann mal jetzt einmal Dinger in der Nähe. Und sofern wir jetzt nicht angegriffen werden, kann ich, glaube ich, den ganzen Weg hier einfach runterjumpen. Oh Gott, da sterbe ich doch wieder. Oh nein. Oh nein. Kennt ihr das, wenn ihr von irgendwo runterfällt und dann plötzlich selber dieses Kribbeln im Bauch habt? Das hatte ich gerade. Ich dachte, ich könnte da elegant, also nicht runter, ich wollte eigentlich nicht runterspringen. Zumindest das war eigentlich nicht meine erste Intention. Ich dachte, ich könnte da so elegant von Felsvorsprung zu Felsvorsprung.
Und dann war es wohl doch zu tief. Ich habe mich einfach verschätzt. Aber ist gar nicht so wild, weil mit Glück kommen wir wieder. Ja, perfekt. Ich bin da, wo ich hin wollte. Wunderbar. Hat ihr das Gefühl, wenn ihr irgendwo runterschaut und irgendwo springen wollt? Also ich hab das nicht. Ich träume, ich fall vom Hochhaus, kriege ich keine Luft mehr und strampel. Wird davon wach. Also wenn ich tatsächlich träume, und ich zum Beispiel falle, das passiert meistens, dieser Traum passiert meistens dann, wenn ich kurz vorm Einschlafen bin, also kurz vorm Tiefschlaf. Und dann schrecke ich immer richtig hoch. Könnte ich einen Augenblick. Und dann brauche ich einfach wieder eine halbe Stunde, bis ich einschlafen kann. Das ist ganz fürchterlich. Was kann ich für euch tun? Ich grüße euch. Das ist immer richtig, richtig fürchterlich. Was benötigt ihr? Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Huch. Freunde von der Numinor. Ja, schön. Wir kommen voran. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Ach du Grüne Nonne, warum kriegen wir jetzt hier wieder so viel? Bleibt einen Moment. Würdet ich glaube, ich muss wirklich gleich erstmal was erweisen? Abgeben. Wir haben 32 von 43. Bleibt einen Moment. Da muss ich erstmal was abgeben. Okay, das ist alles da hinten. Kann ich gleich machen. Rein theoretisch. Könnte ich gleich machen. Ich will nur einmal kurz die Aufgaben zurückgeben. Dann müsste ja eigentlich auch ein Marktstein sein. Kann ich mich da nämlich verbinden. Kreuzung des Hohen Königs. Ja gut, hier ist ein Marktstein, sehr gut. Okay, hier kann ich auf jeden Fall viel abgeben. Ich grüße euch. Was benötigt ihr? Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Was kann ich für euch tun? Wie kann ich euch zu Dienst stehen? Und am Annehmen. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen?
Freundin. Ich grüße euch. Verbündete. Sehr gut. Eurer Zeit stehen. Also ich glaube, hier schaffen wir es auch, den Ruf komplett hochzukriegen. Ich grüße euch. Ja, Evendim. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen bei den ganzen Quests, die es hier gibt? Was kann ich für euch tun? Und wie viel das halt auch steigt, ne? Ich glaube, das packen wir. Warte mal, dann einmal hier binden. Ja, Lotro-Punkte gewährt, ich weiß. Wo bringt mich denn der Stallmeister hin? Ich grüße euch. Bis zu Vorort. Den und Dur einmal kurz. Dann holen wir einmal ganz kurz das Mount. Weil ich glaube, sonst vergesse ich es wirklich. Okay, jetzt haben wir zumindest fast alles abgegeben. Ja, alles hier. Das ist schon mal gut. Stallmeister. Michael Binge, ja, perfekt. Nein, jetzt habe ich... Egal. Jetzt ist es eh egal. Naja. So. Bingo-Abzeichen. Na gut, dann sind hier noch die Alten. Ich habe viele tolle Dinge. Noch die ganz, ganz Alten. Die Ruderablage. Okay. Aber ich glaube, die allerersten Gebiet-Mounts sind gar nicht mal so hübsch. Und das aus Bre sieht sogar so ähnlich aus wie eines, was man auf dem Hengstackerhof kriegt, meine ich. Was benötigt ihr? Nee, du warst es nicht. Hallo. Okay. Hey. Rein da. Jetzt sollten sie das mal suchen. Was benötigt ihr? Nein, du nicht. Kann ich euch irgendwie helfen? Da, geschätztes Pferd der Marchum-Gesellschaft. Das ist das Mount. Eine Fähigkeit. Kaufen. Okay. Müsst ihr jetzt schon bei Sammlung sein. Ja, Rufreittiere da. Was haben wir denn hier noch? Taufe. Langärmliches Matumkleid. Nein! Ich wollte sie kaufen. Ja. Na gut, warte mal, ich kann es zusammen anprobieren. Okay, naja, so hässlich ist es gar nicht. Okay, das würde ich mir nicht unbedingt holen. Doch, der Schindskröte. Klasse Kundiger. Oh, schade. Das dürfen nur Kundiger haben. Okay. Na gut. Dann nicht.
Mal ziehe ich das aber kurz hier rüber. Passt zwar nicht, aber ist ja egal erstmal.